Hey Leute, Adlaug ist wieder da und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wir spielen heute Minecraft und die Sonne geht da schon unter. Ich setze mal eben die Zeit auf Tag. So. Und ja, wie ihr im Hintergrund dieses schöne Haus schon sehen könnt, dieses werden wir einrichten. Und ja, hier sieht man noch ein bisschen die Lampen. Das macht aber nichts. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Schlafzimmer von den Eltern an. Ich hole mir mal eben die Sachen und dann bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe mir schon die Sachen geholt. Und wir fangen direkt hier mit dem Bett an. So. Und dann hier der Nachttisch. Und hier auch ein Nachttisch und wir stellen mal eben eine Lampe darauf. Oder was könnte da noch drauf? Ein Wecker. So. So, dann haben wir das auch schon. Und dann kommt hier der Schrank hin und die Fenster müssen wir auch noch eben machen. So, die machen wir aus normalem Glas, würde ich sagen. Hier kommt der Block hin, dann kommt hier die Fensterscheiben hin, dann kommt dort hinter ein Block oder hier kommt auch noch ein Block hin, dann kommen hier zwei Fensterscheiben und hier nochmal drei Fensterscheiben. So, hier ist die Beleuchtung und dann sind wir eigentlich schon mit dem Schlafzimmer fertig. Dann gehen wir direkt weiter zum Kinderschlafzimmer. Ich würde jetzt mal sagen, das hier wird von dem Jungen das Schlafzimmer und ich hole mir auch wieder die Sachen und bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe mir jetzt die Sachen geholt für das Jungenschlafzimmer und hier kommt direkt das Bett hin. Dann hier ein Nachbarnsöhnchen. Ein Bäcker. So. Und dann kommt hier ein Schrank hin. Da hinten stellen wir gleich noch was hin. Und dann kommt hier ein Tisch hin. Mit einem Computer. Und einem Router. Kann man ihn hier hinstellen? Nein, kann man nicht. Dann versuche ich es mal so. Ja, so geht's. Und die beiden verbinde ich jetzt mit einem Kabel. So. Und wir brauchen noch einen USB-Stick. Für den Computer. Zack. So, dann muss hier noch eben das hier wieder hin. Dann können wir auch hier gleich schon die Fenster machen. So. Dann kommt hier noch ein Fenster hin und da kommt so ein Viererfenster hin oder da kommt so ein Dreierfenster hin und dann kommt hier noch ein Stuhl hin, so, ja, und ja, das ist auch ziemlich eng hier. Hier mache ich noch da mache ich noch eine Lampe hin, hier ein kleiner Tisch.
Und hier eine orange Lampe. Oh, ne, nicht das. Das so. Und dann mache ich hier noch so eine kleine Lampe hin. So. Und dann sind wir auch gleich. Dann sind wir jetzt auch mit dem Zimmer fertig. Und bis gleich. Ich hole mir eben die Sachen für das Bad hier. Und dann so, da bin ich wieder. Und jetzt können wir auch anfangen, das Bad einzurichten. So. Dann machen wir hier hinten mal die Badewanne. Machen hier gleich mal zu, damit uns niemand beobachten kann. So. Und dann machen wir hier das Waschbecken hin. Dann machen wir hier noch ein zweites hin. Zack, zack. So. Und Toilette machen wir hier auch noch hin. So. Das heilige Klopapier machen wir hier hin. Oder wir machen die Badewanne, stellen wir so hin. Zack. Und dann stellen wir die Toilette so hin. Ach, scheiße. Und stellen wir die Toilette so hin. Und dann das Toilettenpapier. So. Ey, gefällt mir auch noch nicht. Dann stellen wir das Toilettenpapier eben. So, hängen das hier hin. Ja, ich sitze jetzt auf Toilette. Und damit sind wir fast fertig. Ich suche noch einen Spiegel. Spiegel. So. Und den machen wir hier hin. Irgendwie fehlt mir hier noch so eine Ablage. Quarz. So. Machen wir hier so eine Ablage hin. Das eine Waschbecken können wir auch weglassen und dann Blumen. Top. Stellen wir hier hin als Zahnputzbecher. So. Und jetzt sind wir auch hier mit dem Bad fertig. So, dann gehen wir hier weiter zur Küche und sehen uns gleich wieder, wenn ich die Sachen zusammen habe. So, hier bin ich wieder und jetzt haben wir die Sachen zusammen. Und ich würde sagen, hier stellen wir den Esstisch hin. So. Ach, Mann. Dann stellen wir hier einen Stuhl hin. Und hier stellen wir auch zwei Stühle hin. So. Und dann können wir so. So. Das ist der Esstisch schon mal fertig. Und wir machen weiter mit der normalen Küche. So. Dann kommt hier der Kühlschrank hin. Zack. Dann kommt hier der Herd hin. Herdplatte oben drauf. Und Spüle. So. Kommt hier noch der Toaster hin.
dann machen wir den eben gerade, also so. Oh, wir können ihn da, warte. Zack, ich habe eine Idee. So. Und dann holen wir uns hier noch ein Schneidebrett. Und ein Messerblock. So. Muss ich wieder den Trick machen. Zack. So. Und hierauf platziere ich dann das Schneidebrett und mach so. Dann habe ich hier noch irgendetwas da gesehen gehabt. Und das machen wir hier, so eine Abzughaube. Und ja, dann so, da bin ich wieder gleich. Und ich hatte gerade noch die Fenster und die Türen vergessen, deswegen habe ich die ganz schnell nachgemacht. Und jetzt sind wir hier draußen und platzieren hier ein bisschen Spielzeug für das Kind. Und so. Und hier noch die Schaukel. Zack. Und dann machen wir hier noch einen Tisch hin, wo er dann sich irgendwas zu essen holen, also trinken dahinstellen kann, wenn er mal draußen spielt. Nee, Wein trinkt er glaube ich nicht. Milch. Und Kekse haben wir hier auch noch. Obst. So. Und dann brauchen wir noch einen Tisch. So, den holen wir hier. Den stellen wir dann hier hin und dann kann er, hier kann man die Milch nicht platzieren, den auch nicht. Was ist das denn? Dann müssen wir sowas nehmen. Da kann man die wahrscheinlich drauf platzieren. So, ja. So. Hatte hier immer was zu essen und zu trinken. Und hier haben wir noch einen Pool. Und da mache ich direkt mal einen Sprungturm hin. Quarz. So. Und dann brauchen wir noch Leitern. Leiter. So. Und dann hier noch den. Und dann machen wir hier noch Liegestühle hin. Garten. Blau. Und noch ein Schirm. Lila. So.
So, und der Schirm kommt hier hin. Oh. Egal. Und dann fehlt, glaube ich, nur noch... Ja, hier haben wir so einen Seitenausgang. Dann fehlt nur noch hier. Und das machen wir auch noch mal. Und bis zum nächsten Mal. Und schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das Haus gefallen hat. Und ich will mich noch mal bedanken, dass wir die 16... Also, dass wir meinen Abo-Rekord geknackt haben. Und wir sind jetzt bei 16 Abonnenten. Und dafür will ich mich nochmal sehr bedanken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.